Ich wäre immer noch für Spinleaf, dass es jetzt bald freigeschaltet wird, damit ich an meinen Marvel komme. Aber dann könnt ihr auch schon gleichzeitig Tarnskills öffnen. Ja, dann geht das hier alles wieder ruckzuck vonstatten. Tarnskills sind nicht unbedingt so stark. Ich brauche erstmal Dingsbums. Wieder was Sieben. Toll, jetzt bin ich Aufnahme ein und das erste, was ich machen darf, ist 7. So. Toll. Gold. Das will ich nicht. Das will ich auch nicht. I hate my life. Dann, wenn man den hier braucht, kommt keiner rausgeschissen. Ja, das habe ich die ganze Zeit gerade. Aber offscreen, wenn ich farme, da regnet's Dias. Oh, doch, einer kam raus. Yippie. Solarpendels. Aber ich wollte mich erstmal um die Lava-Produktion kümmern. Das und das da. Das, das und das. Oh! Tayox ist gestorben. Och nee, jetzt setz ich doch den falschen Block. Stasch. Eins noch. Das. So. Und dorthin. Das müsste doch eigentlich auch so gehen. Wie viel Durability hat eigentlich so ein Bild? Ach, da seh ich's doch. Also meiner hat unendlich Blech. Ja, ich habe mir gerade noch so ein Dia-Builders Wand gemacht, weil ich unten die Plattform schnell fertig bauen will. Zumindest provisorisch, sodass ich die Lava-Produktion hier ankurbeln kann. Und unten auf meinem Grab spawnt Mobs, die runterfallen. Läuft. Ich brauche mit Mineral-Fackeln. Wo meine Mineral-Fackeln? Ich hätte die Lampe sogar noch ins Höher setzen können, direkt unter dem Block. Nee. Nee? Mhm. Schade. Ich hatte doch noch Mineral-Fackeln. Ah, da. Die sind so unscheinbar in der Kiste. Ja, weil die auch nie wie eine normale Fackel aussehen. So. Da. Ich fange jetzt an, meinen Control Room zu bauen. Wo hinterher die Maschinen und so reinkommen. Okay. Das mache ich alles unterirdisch. Auch die ganze Kabellage. Ne, ich meine ME und so. Plus Alloy Smelter und sowas.
Erzverarbeitung wird auch bei mir in den Keller verfrachtet und dann über Wireless-Transportwege nach oben geleitet. Ja, das kommt. Naja, ich habe hier oben dann einfach bloß Tiere, Fressfelder und eventuell mein Lager. Halt den Zugang zum ME und halt aber Essen tue ich halt in Kisten lagern. Weil das ist besser so. Entweder in Kisten oder in Barrels. Mal schauen. Ich muss jetzt erstmal bis zur Mobfarm hinterkommen, denn die kann jetzt noch ein bisschen nach unten verfrachtet werden. So, bis zum Rand. Mal gucken, wie ich den dann baue. So, 1, 2, 3. Ganz schönes Glas. Jetzt bin ich zweit. Hä? 3. Ach doch, da. Das Glas sieht gut aus. Erstmal nichts. Dann. Ich brauche noch mehr Crucibles. Und ich muss das, komme ich raus? Das Ding hier upgraden. Eisen haben wir noch. Warum ist Gold Tier 4? Ach nee, das ist Blaze. Nicht Gold. Das ist Blaze. Oh, ich muss ernsthaft. Oh, ich brauch Tiers. Egal, Tier 2 reicht erstmal aus. So, ich. Ja. Ender-Ei. Oh. Item Conduits. Pulsating Iron. Mach ich aus. Ich glaube Eisen und Enderperlen, wenn mich nicht alles täuscht. Naja. Ja. Ich habe 2 Enderperlen. Ich muss mir erstmal so eine hässliche Cast bauen. 6. Silver Ingot brauche ich nicht. Wo ist mein Lava-Eimer? Da ist er. Das da rein. Das da hin. Und dann muss ich nochmal gucken. Pulsating Iron. Hm. 25 MB Enderperlen, 72 MB Molten Iron. Das ist, glaube, 1 zu 2 oder so. Nochmal was? 72 Millibucket Molten Iron und 125 Millibucket. Ist 1, 1. Sicher? Ja. Ein Eisen gibt nämlich 144 und eine Enderperle gibt 125. Ach nee, 125 gibt 250. Okay, also es ist ein halbes zu einem Ganzen dann. Ja gut, ich habe 2 Enderperlen und ein Eisen hau ich rein und gut. So, dann stellen wir uns jetzt erstmal die Cast her. 3, 4, 5, 6, 7. Und das sind noch 3 Blöcke und 3 Ingots. 1, 2, 3. Bis
der fertig ist, dann mache ich hier den einen Block mal so. Das. Oh, zwei Chance Cubes. Ja gut. Aber das Schöne ist, meine Mobfarm wirft wenigstens ein bisschen Redstone mit ab. Boah. Ja, mal kurz im Clan, aber ich sagte. Ja. Ja, an sich sieht das so gut aus. Das und das. Und hier mehrere. Und nein, voll Kuchen. Das sieht gut aus. Ich gehe zum Beispiel mein. Mantlung. So, Bäder rein. So. Dann brauche ich dafür noch den Bein da. Den kriege ich aus Clay. Ach, Sand, Kies und Clay. Ich hab sogar noch Konditbein da. Ich hätte dir auch noch was entgegenwerfen können. Oh. Vergiss immer, dass das Rezept so billig ist und crafte von dem Binder, den du noch braten musst, einen ganzen Stack. Mhm. Geht jetzt mit Ender-IO los und dann der Cobblestone, der Lava-Maschine. Passt, dann muss ich die noch mal zur Seite legen, dann kann ich die Kabel nämlich hier hinten lang laufen lassen. Nice. Irgendwie wollen keine Tiere spawnen. Lol, in der Mobfarm spawnt ein Huhn. Ernsthaft. Alter, war das knapp. Mir ist gerade mein Jetpack leer gegangen und ich bin runtergefallen und habe schon den ersten Void-Schadenstick bekommen und habe dann mich noch schnell nach Hause porten können. Läuft. Erstmal alles da rein. Gut. Pulsating Iron. Mehr brauche ich glaube erst nicht. Du. So. Jo, läuft. Warum habe ich das jetzt gemacht? Lava. Stimmt. Da war ja was. Liquid Enderperlen. 250 Millibuckets habe ich noch drin. Das sind noch zwei Eisen. Rein damit. Crucibles.
Whey und Bone Meal. Da hat das. Und hier wird schnell Clay hergestellt. So. Habe ich sogar noch drin. Tisch. Und ich habe 3. Ernsthaft. So, dann machen wir noch was. Dust. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig machen. Ist das jetzt schon vernünftig? Ich hätte jetzt hier oben genug Platz. So. Oh, hier habe ich noch. Ach, oh, bin ich bescheuert. Egal. Jetpack schon mal aufladen, dass ich später nicht wieder vergesse. Wie weit ist denn deine Folge? Ja, die muss ich jetzt gleich beenden. Bitteschön.